Hallöchen, meine durch die Nebel wandernden Zuschauer da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Silent Hill 2, dem Remake. Wir sind in der letzten Folge hier durch Silent Hill gewandert, denn unsere verstorbene Frau Mary hat uns ja einen Brief geschrieben, dass sie hier in Silent Hill auf uns wartet. Und naja, Silent Hill scheint nicht mehr ganz so bewohnt zu sein und auch nicht mehr ganz so gut besucht. Dennoch haben wir etwas Seltsames entdeckt. Etwas, was durch den Nebel wandert. Und dem sind wir jetzt hier in dieses Gebäude gefolgt. Und da machen wir auch direkt weiter. Denn irgendwo hier muss es noch auf uns warten bzw. lauern. Oh. Hier gibt es jede Menge, was wir untersuchen können. Die Frage ist... Hallo? Oh. Gesundheitsdrink. Interessant. Okay. Nehmen wir mit. Drücke Y, um einen Gesundheitsdrink zu benutzen. Alright. Oh nein, das bedeutet aber, wir kämpfen bestimmt gleich, oder? Ich höre... Tür ist zu. Ich höre etwas. Oh nein, es ist das Radio. Das besagte Radio. Immer wenn in Silent Hill, das wissen wir ja schon aus Silent Hill Origins, ein Monster oder so irgendetwas auftaucht, dann macht dieses Radio lauter. Und auch hier scheint es wieder so zu sein. Oh, schaut mal hin. Es sieht aus, als ob der, die oder dasjenige einfach nur diese komische, unmenschliche Haut per Reißverschluss über sich gezogen hat. Okay. Es scheint so, als müssten wir fighten. Alter, ist das Monster sein eklig. Okay, wie kann ich kämpfen? Drücke RT. Oh. Hallo. Hilfe. Komm schon, du verdammtes Mist. Oh, shit. Oh Gott. Oh nein, es kotzt. Ich wusste es. Es ist wie in den alten Spielen. Zum Kotzen schön. Ach. Puh. Is this what I saw in the fog? Ja, das hast du im Nebel gesehen. Nein, das ist definitiv kein Mensch. Aber die Monster in Silent Hill haben immer auch so eine zweideutige Sprache, beziehungsweise man kann sie sehr oft auch als etwas anderes interpretieren. Es gibt zum Beispiel die Theorie für Silent Hill 2, dass James die ganze Zeit mordet. Dass nur er diese Monster als Monster so sieht und wahrnimmt. Das ist aber wahrscheinlich nicht ganz so richtig. Auch wenn sich die Theorie ganz gut immer wieder durch andere Dinge, naja, schon nachvollziehen lässt. Das muss man einfach so sagen. Allerdings... Und das kann ich auch euch mitteilen. Kann man die Monster auch immer als eine Art von psychischer Störung von James wahrnehmen. Dieses Monster zum Beispiel hatte diesen Reißverschluss dran. Es könnten auch diese eingeschlossenen Dinge in James' Inneren sein, die er einfach nicht ausleben konnte und die deshalb immer in ihm gefangen waren. Deshalb auch vielleicht diese Gummiüberzug. Oder dieser Hautüberzug und der Art von Reißverschluss auf diesen Monstern. So kann man das deuten. Könnte man deuten. Es gibt da sehr, sehr viele gute Videos zu den Theorien und wie man etwas deuten kann, etc. Das empfehle ich euch ganz gerne mal. Silent Honesty ist da auf jeden Fall ein sehr, sehr guter... Oh, eine Spritze. Ein sehr, sehr guter Kanal, der auf so eine Dinge immer sehr, sehr gut eingeht. Eine schöne Spritze, okay. Halte Y, um eine Injektion zu benutzen. Okay. Warte mal, wenn ich jetzt... Medizin? Ausrüstung?
Okay, geil. Okay, alles klar. Ich verstehe. War ja nicht noch irgendwo ein Zettel oder so? Hier kann ich mir auch noch was angucken. Ist aber nichts drin. Hier war so, als ob hier noch... Ach so, das war das Paket, was so aussah. Hier kann ich jetzt wieder raus. Drücke RT und das klar... Oh. Hat auch überhaupt keinen Lärm gemacht. Also, ich verstehe kein Wort. Es scheint jemand mit uns kommunizieren zu wollen über das Radio. Und derjenige kennt uns anscheinend auch, denn wir haben ja festgestellt, am Ende wollte der oder diejenige unseren Namen sagen. Das kann ja nur bedeuten, dass der oder diejenige uns kennt. Ich höre schon wieder irgendwelches Geschlabber. Where are you, Mary? Ja, das frage ich mich aber auch. Also ganz ehrlich, wenn mir so ein Vieh begegnet wäre, so ein Monster. Oh, was ist denn das? Sind das irgendwie Secrets, die man finden kann, oder warum? Hier ist ein gelber Zettel. Ach, oder sind das so eine... Das sind, glaube ich, Dinge, die man im Original... Wo man im Original irgendetwas an diesen Stellen entdeckt hatte oder zu entdecken gab. Ich glaube, das haben die hier so aufgearbeitet, dass man quasi dort immer wieder an Dinge oder Momente kommt, wo man... Oh, da ist ein Gesundheitsdrink im Auto. Den nehmen wir. Ich höre etwas schlappern. Ganz nah hier an dem Häuschen. Ich hoffe, es wird uns nicht angreifen. Ich mag so ein Schlabbergezeug nicht. Ich muss mich ja halt auch komplett umschauen, weil ich ja überhaupt nicht weiß, wo hier was ist. Okay, wir laufen jetzt erstmal nur diese Straße hier wieder nach unten. Okay, machen wir so. Komme ich in irgendwelche Häuser rein? Ach du Schande. Bar Neelys. Kann ich... Neelys Bar. Kann ich mir das auf der anderen Seite angucken oder so? Nö. Ich hab Streichholz. Neelys Bar. Ist da unten. Da soll ich jetzt anscheinend hin. Okay, dann ist das mein nächster... Alter Lachs, dann ist das anscheinend mein nächster Ort. Mein nächster Stützpunkt, wo ich hin soll. Was ist das schon wieder? Wenn du das liest, verlasse diesen Ort. Er ist nicht, was er zu sein scheint. Manchmal muss man nur dahinter schauen. Lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Oh. Spätestens jetzt würde ich doch langsam Panik schieben und sagen, ach, weißt du was? So viel zum Thema Silent Hill und wenig Jumpscares. Alter, hab ich mir gerade eingenässt. Ist das widerwärtig gewesen? Okay. Quatsch. Das war sehr widerwärtig. Aber ich kann hier rein und ich kann hier auch speichern. Das ist ja nicht so schlecht. Gibt es hier noch irgendwas zu holen für uns? Außer, dass ich speichern kann. Vielleicht noch irgendeine andere Waffe oder so. Oder irgendwas. Nein, hier ist gar nichts. Hier ist außer ein Speicherort gar nichts.
Okay, dann haben wir mal eben schnell gespeichert. Und müssen anscheinend dahin. Oh, das schlabbert da hinten lang. Ist das widerwärtig? Dieses alte Schlabberding. Wartet mal, wir müssen doch zu der Bar, oder? Hier eigentlich, also das Monster ist zwar hier lang. Oh nein, er holt die Waffe schon raus. Oh nein. Oh nein. Wo ist es denn? Das Radio ist an, aber wo ist das Schlabberding? Oh, alter Lachs. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, stirb doch. Nein, lass mich in Ruhe. Igitt. Oh, Hilfe. Ja, nicht rein. Ich glaube, ich bin drunter durch, oder? Alter, stirb. Ist es tot? Ja, es blutet aus. Oh. Okay. Immer mit der Ruhe. Es ist alles ganz entspannt. Was hat dieses Vieh hier? Da geht's nicht rein, okay. Warum sollte ich jetzt unbedingt hier hin? Wahrscheinlich, weil ich hier rein soll, oder? Ich guck erst nochmal hier rum. Vielleicht gibt's ja hier noch irgendwas. Etwas Schönes zu finden. Telefonat führen oder so. Vielleicht mal bei den Eltern anrufen, sagen, ich werde heute später, ich komme heute definitiv nicht mehr nach Hause. Irgendwie sowas. James. Irgendwie sowas. Das war das Restaurant. Oh, da ist eine Kasse. Schnell mal in die Kasse greifen. Bisschen was ersparen. Hä? Ah, okay. Was ist denn das? Warum? Oh, shit. Alter, du hässliches Etwas. Stirb endlich. Oh Gott. Okay, ich habe irgendeine Münze gefunden. Alter, ich krieg Münze aus der Nili Bar. Eine Münze, in das Logo der Nili Bar eingeprägt ist. Kann ich das noch untersuchen? Jo. Drehen oder so kann ich es nicht, ne? Nö. Ach, ich bin jetzt schon in der Nili Bar. Nö. Das ist einfach nur ein Café. Und in dem Café war eine Münze aus der Nili Bar. Deshalb hat mich das wahrscheinlich hier hingeführt. Gesundheitsdrink, den nehme ich aber sowas von mit. Besser ist. Gehen meine Waffen kaputt eigentlich? Es wäre sehr blöd. Es wäre sehr kacke. Wenn ich das mal so sagen darf. Okay, wir kommen hier auch nicht raus. Anscheinend ist es so, dass es hier sonst nichts weiter gibt. Hier kann ich drüber springen. Was auch immer mir das bringt. Gar nichts anscheinend zum aktuellen Zeitpunkt. Okay. Oh, hier ist noch was. Ein schöner Tag beginnt mit einem guten Kaffee. Genieße den Moment, genieße die Erinnerung. Ja, ich muss sagen, ich beginne meinen Tag auch immer damit, dass ich einfach einen schönen Kaffee trinke. Gibt definitiv Schlimmeres. So, wir müssen zu der Nili Bar. Die Nili Bar. Alter, diese Geräusche. Oh nein, da geht's rein. Da geht's rein. Sowohl hier links als auch da rechts. Naja. Silent Hill. Im März 1965 wurde Silent Hill von der Gesellschaft für paranormale Forschung in Maine besucht. Nach gründlicher Untersuchung kam ein Team von erfahrenen Wünscherroutenuntergängern zu dem Schluss, dass das Gebiet um die historische Kohlengrube Wurzel hochaktiv sei.
Die Gesellschaft hoffte auf weitere Untersuchungen und Expeditionen in die Grube. Es kam jedoch nicht dazu, denn bald darauf wurde Silent Hill vom örtlichen Geschichtsverein zum historischen Naturschutzgebiet erklärt. Außerdem stieß die Idee auf den Widerstand der Gemeinde, die argumentierte, die Forschung der Gesellschaft würde dem Tourismus in der Region schaden. Wer die Glaubwürdigkeit unserer Forschung in Frage stellt und sich hinter Tagestourismus versteckt, der will uns nur daran hindern, die Wahrheit zu erfahren, kommentierte ein Mitglied der Gesellschaft. Leider war keiner der örtlichen Vertreter für eine Stellungnahme erreichbar. Anmerkung der Redaktion: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegen keine Beweise für die Glaubwürdigkeit der Radiästhesie oder die Wirksamkeit von Wünscherouten vor. Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht die Ansichten des Autors wider. Scheint, als wäre der Autor jemand aus der Gemeinde gewesen von Silent Hill, ne? Toll. Ich dachte, man findet hier mal was Schönes. Aber anscheinend ja nicht. Kann man hier vielleicht noch ein gutes Buch lesen? Nein, auch das nicht. Es war lediglich eine Information. Oh ja, drinnen wartet doch irgendwas auf uns. Ich will ja eigentlich nicht rein. Oh, oh Gott. Hä? Wo ist es denn? Ih, eine fette Kakerlake. Oh, ich bin ein bisschen angedamaged. Hier ist noch irgendwas. Ih, es kommt. Kommt das rein? Es kommt rein. Ih, geht, Alter, was? Oh, du ekelhaftes Stück Scheiße. Stirb. Boah, Alter. Was haben wir hier? Dreckige Wäsche. Geil. Warum zeigt er mir diese dreckige Wäsche eigentlich so? Sonst noch irgendwas hier drin? Oder war das alles umsonst? Es scheint, als wäre alles umsonst gewesen. Kann ich hier nicht noch irgendwo was öffnen oder irgendwo hier dahinter vielleicht noch irgendwas? Nö. Ich bin komplett für umsonst hier reingegangen. Geil. Das hat sich ja richtig gelohnt. Kann ich hier wirklich nichts mitmachen? Anscheinend nicht. Okay, eine Frage. Medizin. Lindert Schmerzen und stellt so die Vitalität wieder her. Hochwirksam. Okay, ich benutze mal eine Medizin. Wir haben ja Gott sei Dank 3 Stück. Leider komme ich nicht dahinter. Oh, wartet mal, da hängt noch ein Bild. Super stark, super rein. Lass Schmutz von gestern vergessen sein. Ein geiler Werbeslogan. Aber das bringt hier leider nichts. Okay. Die Stadterkundschaften ist schon spaßig, ne? So, wo geht's da hin? Ach, da kam ich zurück. Da könnte ich jetzt auch wieder speichern. Ich glaube, das mache ich nochmal ganz schnell eben. Okay, habe eben nochmal schnell gespeichert. Da ist schon wieder so ein komisches Monstrum im Nebel. Die Frage ist, könnte ich da auch einfach dran vorbeilaufen oder folgen die mir so weit, dass ich Probleme kriege, sagen wir es mal so. Wo ist denn Nilis Bar? Ich stehe vorm Café. Komme ich da rein? Nope, so nicht. Oh, shitty. Wir kommen zur Bar da oben. Ich hätte aber ganz gerne mal noch auf die andere Seite geguckt, in der Hoffnung. Ich meine, ja, da ist das Monster da. Aber komme ich vielleicht hier auf der Seite noch in irgendwelche Läden oder so? Jo. Hallo. Ich bin hier zu Hause. Ja. Komm schon. Oh. Alter, jetzt gibt's aufs Fressbrett. Komm schon. Alter. Puh. Bislang komme ich ja mit dem Kämpfen ganz gut klar, ne? Halleluja. Wo bin ich? Keine Ahnung. Vielleicht muss ich hier auch noch gar nicht sein. Aber ich kundschaft das halt trotzdem gerne aus. Ist ein cooles Café hier.
Gibt's hier irgendwas für mich zu finden? Ah, guckt mal hier. Der Mann war wieder hier. Ich habe ihn gewarnt, nicht mehr herzukommen. Er hat so getan, als wüsste er nicht, wovon ich rede. Dann ist er aufgestanden und gegangen. Er hat mir keine Probleme gemacht, aber irgendwie fand ich ihn trotzdem gruselig. Immer wenn ich ihn ansehe, habe ich das Gefühl, eine Maske anzuschauen. Und was auch immer darunter ist, wartet nur darauf, herauszukommen. Ich will nicht dabei sein, wenn das passiert. Okay. Gesammelte Notiz von Big J. Oh, ein Gesundheitsdrink. Den nehme ich sehr, sehr gerne. Den nehme ich doch sehr, sehr gerne. Komme ich hier raus? Oh ja, komme ich. Wo komme ich denn da hin? Hier komme ich nicht raus, okay. Aber da geht's rein und raus. Okay. Aber hier ging es auch noch die Treppe hoch, oder? Oder mal geht's da vielleicht noch? Nee, da komme ich nicht durch. Das ist schon eine unheimliche Stimmung, muss ich sagen. Ah ne, Treppe hoch geht's gar nicht. Okay. Und hinten raus auch keine Möglichkeit. So, dann muss ich mal gucken. Ich kann auch einfach nochmal wieder hier raus. Weil ich wollte ja eigentlich auch hier die Lichtung abpassen. Nee, ich muss nicht nach oben. Ich muss nach hier unten. Schön den Fußgänger übergehen. Null Probleme. Alles easy. Alles entspannt. Es sieht halt wirklich so aus, als kommt man in jedes gottverdammte... Hier ist eine Gas... da ist schon wieder so ein Käfervieh. Okay, ich hab's gleich besiegt. Gott sei Dank. Okay, hier brauche ich einen Zahlencode. Das muss ich mir mal... Vermerkt er sich sowas auf der Karte? Ja, okay, mega geil. Das ist richtig gut. Oh nee, da ist schon wieder so ein komischer Kriecher. Iihihi. Sag mal hier. Silent Hill Auto Parts. Ich habe doch einen Schlüssel für Auto Parts. Warte mal, da geht's doch. Nee, sah so aus, als ob ich da reinkomme. Nilis Bar ist gleich hier um die Ecke. Liebes Kriechmonster. Eigentlich will ich nichts von dir. Ich mach mich mal vom Acker. Vom Acker mach ich mich. Oh, geht nicht. Okay, dann halt doch kämpfen. Dann halt doch kämpfen. Dann halt hier. Alter. Okay, dann kann ich hier nochmal noch auf die andere Straßenseite gehen. Silent Hill Taverne. Oh, jetzt einen trinken. Das wär's doch. Jetzt ein schönes Bierchen zwitschern. Das wäre doch wirklich was abgöttisch Gutes. So leichte Frame-Einbrüche habe ich manchmal. Ich habe es jetzt auf episch geschalten, das Ganze. Oh, ich bin drin in der Bar. Hallöchen! Da lag was. Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist. Er fing einfach an, auf das Ding einzuschlagen. Ich musste ihn rausschmeißen. Er ist weggerannt und heuerte. Er würde alles in Ordnung bringen. Ich habe alles zusammengesucht, was ich konnte, aber einer der Knöpfe fehlt immer noch. Die Hälfte der Platte steckt immer noch drin. Aber die andere Hälfte fehlt. Er muss sie wohl mitgenommen haben. Ich glaube, er ist in Richtung Groovy Music gerannt. Kannst du vielleicht mal nach ihm sehen? Lass mich wissen, ob es ihm gut geht. Er wohnt an der Soul Street, neben der Apotheke Apartment 9. Okay, hier muss ich anscheinend irgendwas finden. Um dann wieder Musik oder irgendwas anzumachen. Da geht's schon mal nicht rein. Die ganzen Fenster sind auch. Hier war ein Loch, jetzt ist es weg. Oh, ist das eine Anspielung auf Silent Hill 4? Wo man immer wieder durch das Loch steigen muss im Haus des... Hauptcharakters. Eine alte Jukebox. Ach, da ist die halbe Platte, was wir gerade gelesen haben.
Und wir müssen wahrscheinlich die andere halbe Platte noch finden. Jo. Kaputte Schallplatte. Ich kann damit nichts anstellen. Stereo Groovy Music. Okay. Ja, wahrscheinlich muss ich hier die ganze Schallplatte wieder einspielen. Und dann bekomme ich wahrscheinlich den Schlüssel. Okay, Leute, das heißt, wir machen uns in der nächsten Folge auf der Suche nach der anderen Hälfte der Schallplatte. Und bis dahin, wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann den Daumen in der nördlichsten aller nördlichen Richtung dalassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen und beim nächsten Mal wieder einschalten. Macht's bis dahin gut, haut rein, bleibt schön gesund und ciao, ciao. Could she really be here, waiting for me? Mary died of that damn disease 3 years ago. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill.